Hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Heute haben wir einen Rollbraten aus Spanferkel, Bauch, gefüllt mit grünem Spargel und Paprika. So sieht das aus und wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe und ob es schmeckt, dann bleibt einfach dran. Und ja, ich habe mir gedacht, heute ganz schnelle Nummer. Was brauchen wir alles? Hier habe ich Spanferkelbauch, der ist ganz schön dünn, den möchte ich aufrollen. Theoretisch müsste das auch mit normalem Bauch gehen, dann in der Mitte aufschneiden, damit er sich einrollen lässt. Magic Dust habe ich da, muss weg. Salz, Pfeffer, Olivenöl, ein paar Spitzpaprikas, Knoblauchzehen, Rosmarin, grünen Spargel und etwas Senf. Die Paprika einfach halbieren. Die Kerne nehme ich einfach raus. Und das Ganze kommt einfach in eine Schüssel. Genau wie der grüne Spargel. Die Enden habe ich einfach abgeschnitten. Die waren holzig. Und der war schon ein bisschen älter. Ansonsten ein bisschen anschälen unten. Auch halbieren und auch in diese Schüssel mit der Paprika. Nachdem wir das haben, hacken wir den Knoblauch und den Rosmarin zusammen mit einem Messer klein. Nachdem wir den Knoblauch grob gehackt haben, kommt er zu den Gemüse, sage ich mal hier. Dann einen Schluck Olivenöl, Salz, Pfeffer und dann einmal schön umrühren. Den Bauch werden wir die Hautseite ein bisschen anschneiden, damit es einfach ein bisschen besser einzieht, die Marinade, und natürlich die Haut knuspriger wird. Und jetzt salze ich etwas die obere Schicht. Pfeffer brauchen wir nicht. Ein bisschen was drauf. Und jetzt werde ich von beiden Seiten ordentlich Senf einmassieren. Jetzt kommt zu unserem Fleisch unser Magic Dust Gewürz. Schön verteilen von jeder Seite. Dann schön einmassieren und stehen lassen. Und dann machen wir Paprika und Spargel erstmal fertig. Der Grill hat über 300 Grad, alle Brenner sind also auf Maximum. Wir brauchen gute Hitze und dann auf den Rost legen wir die Spitzpaprika. Die soll richtig, richtig weich werden. Wenn die Haut ein bisschen schwarz wird, ist das gar nicht mal so schlimm. Die kann man später abziehen. Den Spargel, den lege ich hier oben drauf. Und ja, das wird unsere Füllung. Das wird auf jeden Fall eine Zeit lang brauchen. Ich denke mal 10 bis 15 Minuten. Und dann nehmen wir die runter und füllen damit unseren unseren Spanferkelbauch. Wie schaut es aus, Freunde? Genau so. Ich zeige euch das mal. Ist schön dunkel geworden und die Paprika ist schon weich. Aber keine Sorge, wir ziehen die Haut ab, deswegen ist das nicht schlimm. Die andere Seite jetzt nicht so schwarz werden lassen. Aber wir brauchen auch nicht mehr lange, 5 Minuten noch. Mit geschlossenem Deckel die andere Seite, dann runternehmen. Der Spargel sieht auch gut aus. Ja, den Spargel, den nehme ich schon mal runter. In diese Schüssel, und nach 5 Minuten kommt da die Paprika rein. Man sieht das schön, den Grillmuster, super. Nach 5 Minuten die Paprika auch da rein und dann sehen wir uns drin. Und ja, hier ist unsere Paprika. Die ist jetzt noch zwar richtig, richtig heiß, aber ich möchte die Haut abziehen. Und wenn die lang genug drauf war, sieht man, kann man die Haut einfach super einfach abziehen. Wenn der ein bisschen kälter ist, dann geht es noch besser. Aber ich schabe das jetzt mit dem Messer ein bisschen so runter oder abziehen. Ja, klappt wunderbar. Und die ist jetzt schön weich, und wenn die Haut weg ist, dann wird die so weich sein wie ein bisschen wie Püree. Und jetzt lege ich die hier einfach drauf, die geschälte. Und wenn wir das haben, legen wir zwischendurch noch ein bisschen Spargel dazwischen. Und nachdem wir das haben, kommt noch etwas Salz, ganz wenig, auf die Paprika. Dann kommt einfach der grüne Spargel, der hat die perfekte Größe. Und das rollen wir gleich alles ein. Und ja, das wird ein bisschen von dem Fleischsaft durchtränkt,
und müsste eigentlich super schmecken. Das wird hier die Außenschicht, weil die am breitesten ist. Also werde ich das jetzt hier einrollen. Ich habe mir solche Spieße schon mal zur Seite gelegt, damit wir das gleich einfach sofort festtackern, dass nicht auseinanderfällt. Drunter ein bisschen Frischhaltefolie, damit das einfach eine saubere Geschichte bleibt. Zusätzlich werden wir das mit Küchengarn fixieren. Aber erstmal hier ein paar Spieße reinjagen, ein bisschen straff ziehen, dann rein damit. Die können auch drin bleiben. Dann macht das Ganze das noch etwas stabiler. Und ja, jetzt eine Seite euch aussuchen, fangt hier vorne an. Und dann einfach festbinden. Gibt es unzählige Techniken. Kann sich einzeln hier anbinden, abbinden, abschneiden, dann neu ansetzen. Ich mache das gerne in einem durch, also einmal durchführen von unten und dann hier durchziehen. Ich habe das schon, glaube ich, mehr als zweimal gezeigt. Deswegen mache ich das jetzt im Schnellvorlauf. Ja, jetzt brauchen wir nur noch unseren Spieß, den wir ziemlich mittig ansetzen. Eigentlich, wenn wir nicht durch das Fleisch stechen, müssen wir durchgehen. Ja, geht auch. Ja, die Gabeln, die greifen gerade so. Kann man ein bisschen reinbiegen, damit die das Fleisch auf jeden Fall festhalten. Perfekte Größe. Und ja, von der anderen Seite genauso. Festziehen und dann gehen wir damit auf dem Grill. So, wie sieht unsere Grilleinstellung aus? Jetzt einfach alle Brenner erstmal auf Minimum, in der Mitte eine Schale mit Wasser, damit erstmal das Fleisch gar werden kann und dann später, wenn wir die rausnehmen und ja, hoffentlich ein bisschen knuspriger machen, also anmachen, brauchen wir das wahrscheinlich 1,5 bis 2 Stunden. Also alle Brenner auf Minimum, Deckel zu und nach einer Stunde schauen wir mal rein. So, Freunde, 1 Stunde und 20 Minuten genau sind rum. Und ja, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Und wir haben eine Kerntemperatur von über 60 Grad. Ich habe vor 10 Minuten gemessen, da waren 60. Ja, es kommt drauf an. Also, wenn man wartet, 62, 65 Grad, kommen wir schon hoch. So 70, über knapp über 70, 75 will ich haben. So, jetzt kommt die Wasserschale hier raus, aber ich muss dazu eine passende Position finden. Ja, jetzt, wie gesagt, mache ich alle Brenner auch auf Minimum, aber ohne Wasserschale sollte es knuspriger werden. 15 Minuten, dann schauen wir noch mal rein. So, wie sieht's aus? Hier ist noch ein kleines Feuerchen am Brennen, aber der Grill ist aus. Wir haben 74 Grad, 75 wollte ich haben. Perfekt. Das Fleisch ist, oder die schaut auf jeden Fall knusprig. Ich habe hier und hier schon mal abgerissen. Die ist zwar etwas dunkler geworden, aber schmeckt überhaupt nicht verbrannt. Das liegt wahrscheinlich am Paprikapulver, was im Magic das drin ist. Ich werde das jetzt runternehmen und wir probieren das mal. Ja, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Lass uns das mal anschneiden. Die Metallspieße habe ich schon rausgenommen. Den Küchengarn, den lasse ich dran. Und wie gesagt, riechen tut das fantastisch. Und ja, es sieht nicht schlecht aus von innen. Genau so. Der ist auf jeden Fall da. Und hier haben wir Paprika, Spargel und ich bin gespannt, wie er schmeckt. Und ja, ich würde sagen, lass uns das mal kurz probieren. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Die Schwarte, die innen eingerollt war, die ist natürlich jetzt nicht so oder überhaupt nicht knusprig geworden. Aber die lässt sich trotzdem super schneiden. Das Fleisch ist zart, ich habe das schon mal gemacht. Den gleichen Bauch habe ich schon mal von Spanferkel gehabt. Und das war
Ja, mega. Lässt sich wunderbar einrollen und die ganze Paprika hier mit dem Spargel. Ja, Paprika ist süß, sehr weich, der Spargel hat leichten Biss, ist jetzt nicht so matschig und hier die obere Schicht, die Schwarte von dem Spanferkel ist richtig zart, also die kann man gut kauen. Der Magic Dust Gewürz, den finde ich super. Nicht schlecht. Und ja, ich hoffe, euch hat das irgendwie gefallen. Wenn ja, freut es mich und ich sage bis zum nächsten Mal.